Ja, von Tramin wechseln wir zum 19. Bozner Stadtderby zwischen dem Bozner FC und Virtus Bozen. Und die Hausherren, die gehen gleich in Führung, nämlich in der 11. Minute mit Topscorer Fabio Bertoldi und mit diesem Drehschuss hier. Mimoto Casio im Tor von Virtus Bozen sieht hier nicht gut aus, schimpft über den Platz, weil ihm hier der Ball etwas versprungen ist. Es ändert aber nichts daran, dass die Orangenen hier 1:0 führen. Dann meldet sich endlich auch die Lomi-Truppe. Campo passt auf De Simone, doch Bianco kann den Schuss noch irgendwie ins Tor aus abfälschen. Virtus jetzt am Drücker. Nach einer halben Stunde wehrt Pareti den Ball zu kurz ab. Lagi probiert es aus der Distanz, doch sein Schuss geht knapp vorbei. Auf der Gegenseite kann sich Torcasio bei diesem Schuss hier von Klaus Lechner auszeichnen. Und praktisch mit dem Pausenpfiff rettet Zentil nach diesem Bertoldi-Freistoß, je kurz darauf Bocchio auf Bertoldi passt, der weiter zu Loncini und Jack De Gasperi. Der ist hier ein paar Zentimeter zu klein, um an diese Hereingabe noch heranzukommen. Die zweite Halbzeit, sie beginnt mit diesem Freistoß von Pareti, De Gasperi, und es steht 2:0 für den Bozner FC. Besser kann man diesen Standard nicht ausführen, besser kann man nicht in den zweiten Spielabschnitt starten. Virtus Bozen meldet sich erst nach einer Stunde mit Dalpiaz, doch der trifft hier nur das Außennetz. Auf der Gegenseite fälscht Hannes Kiem Bertoldis Schuss ab, aber Torcasio ist trotzdem zur Stelle. In der 68. Minute spielt Speziale diesen Lob auf Campo, der nimmt herrlich an, der Schuss, aber Kaneider wächst in dieser Situation über sich hinaus. Toll gemacht vom ehemaligen FC Südtirol-Profi, aber ebenso stark die Parade von Kaneider im Kasten des Bozner FC. 5 Minuten vor dem Ende versucht es Pareti mit diesem wuchtigen Freistoß, aber Torcasio, der hat aufgepasst. Postwendend auch Campo mit einem Freistoß, aber De Simone köpfelt hier zu ungenau. Es ist die letzte Möglichkeit dieses Spitzenspiels, in dem in der 90. Minute De Simone auch noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wird. Der Bozner FC hat sein Hinrundenziel von 25 Punkten erreicht. Virtus Bozen ist wie erhofft Herbstmeister. Trotzdem wird Luca Lomi diesen 3 Punkten nachtrauern.